nehme ich das bisschen Kohle hier noch mit, solange es noch nicht Tag ist. Ja, ich bin mal hier oben und überlege, von welcher Richtung wir gekommen sind. Paket. Von so einem Buchenwald. Oh, verdammt. Von großen Wald und durch den Sumpf. Und ein bisschen über den Berg und dann war man zu Hause. In der Theorie der Tour. Ja, und weiter weiß ich nicht. Oh. Oh. Der Rückstoß! Wasser rückstoßen spielen selbst. Das ist einfach nur nervig. Ja, aber nicht weinen. Wird alles wieder gut. Nein, ah, ist nicht. Ich bin schon Level 20. 30. Oh, fick dich doch, du Drecks. Hör auf, bedanken. Hey, das ist eine Höhle, wollen wir die erkunden? Oh mein Gott. Waren wir schon lange nicht mehr in der Höhle, oder? Nee. Ich glaube, wir können. Wir können irgendwie drei Parts nochmal in eine Höhle drehen, Kinding. Zuschauer haben bestimmt schon Maulwurf-Augen. Das hätte mal. Oh ja. So. In der Zeit, wo du da unten buddelst, noch ein bisschen. Nee, ich komm schon hoch. Holz. Hast du eigentlich noch Essen? Nein, nur noch ein Steak. Ich hab drei. Aber ich kenn mein Glück, das hält nicht lange. Ach, da sind noch Pilzbäume. Und ein paar Pilzsuppen. Oh mein Gott, ich hab eine Hütte gefunden. Sag mal, Spinne. Kennst du nicht jemand anders Spinne drin außer mich? Und du hast ein Schwein getötet, oder? Ja, da unten liegt das Fleisch bei dir. Nom. So. Bin oben. Ja, bist du in der. Aber ja, ich. Ja. Sind wir von hier drinnen gekommen? Ja. Ja. Wir sind von Bergen gekommen. Kommst du mit oder? Vielleicht noch kurz einen Stack hier voll machen. Achso, ja, dann komme ich wieder zurück, bevor ich irgendwie irgendwo lang eile. Ich würde sagen, wir machen kurz so ein Dingens nach oben, so ein Turm nach oben auf den Baumgrün. Aber. Jeder kämpft für sich alleine. Achso, du bist schon oben. Warte. Wir haben irgendwo auf jeden Fall Lava gesehen. Das weiß ich noch. Ja, da sind wir aber nicht hingegangen. Ja, aber von der anderen Seite sind wir halt gekommen. Da habe ich gesagt, so wollen wir nicht zu Lava gehen, und dann waren wir schon auf den Bäumen. Ist die Frage, wo ist die Lava? Ich glaube, ich habe die Lava. Ja, ich habe die Lava gefunden. Das heißt, wir sind. Ah ja, wir sind von da gekommen. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wo bist du? Sora? Freue ich mich. Ich hab dich verloren. Ach, da läufst du. Okay. Wenn du weißt, wo. Ja, ich lauf dir hinterher. Warte mal einen Moment, ich muss das snacken, da kann ich nämlich nicht sprinten. Ja, auch wenn ich nicht sprinten will, ich glaube nichts zu essen mehr. Ja, einen Stack kann ich dir geben. Das ist cool. Ein anderes Stack brauche ich. Und am Sitzen. Ich habe noch Zombiefleisch, also zwei Dinge. Kann ich dir einen Stack und einen Zombiefleisch? Ach, Fleisch habe ich auch noch, aber die will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Da kann ich noch was machen damit, oder? Zombiefleisch? Ja, ups, jetzt habe ich zu. Ach, egal, esse ich Zombiefleisch. Nö, nee, eigentlich nicht. Es ist einfach nur zum Wegschmeißen oder Essen. Und für Hunde geben. Du kannst es Hunde geben, also deinen Hunden geben. Warte, mein Arsch tut schon weh vom Sitzen. Was ist das für eine. Ah ja, hier ist das Sumpf-Dings da. Das sind ja doch. Und rumgelaufen. Wir sind von da gekommen. Ja, ein sprechendes Ding sein zu Hause. Aber es sind noch ein paar Schweine, die ich mir töte.
Das könnte man mal machen, noch eine Farm, Tierfarm, das wäre mal. Ja, das habe ich ja immer noch vor. Aber irgendwann aber, mal, das sollten wir das demnächst mal machen. Ja, kann man gerne machen. Aber ja, nicht jetzt. Nicht jetzt, das wir ein Auto finden. Genau. Ah, hier ist das große Plattform-Dings. Ah, warte mal. Erstmal kurz zurücklehnen. Obwohl man mich wahrscheinlich über kaum versteht oder nur komisch versteht. Ah ja, und dann da hinten, dann müsste es da hinten sein. Also wo ich jetzt hingehe, ja? Weiß ich, wo du bist. Toll. Ist super. Du kannst hinterher. Ich stehe. Aber hier, nee, die Stelle kenne ich. Also von hier, also wo ich bin so, da weiß ich auf jeden Fall, dass wir von hier gekommen sind. Oder? Ach, wir suchen jetzt einfach beide und sonst haben wir die Koordinaten durch, ganz einfach. Ja, ist eine gute Idee. Dass wir zusammen dahin laufen. Ist eine gute Idee. Wenn er da ist, haben wir die Koordinaten eben. Ja, das stimmt. Ich hab sogar noch schön Schweine getötet fürs Taik. Ist halt nur blöd, so weißt du, wir gehen beide in eine andere Richtung, ja. Heißt, der eine muss nachher doppelt so viel. Ja, hier sind wir auf jeden Fall vorbeigekommen, das weiß ich. Nein! Mach dir keine Hoffnung, ne, dass du der Weg, der Typ bist, der falsch läuft. Ich weiß. Du könntest vielleicht auch recht haben. Ich sag jetzt nicht, du hast recht. Ist ja gut, ich komm denn doch lieber sicherheitshalber in deine Richtung. Oder ich warte, bis du da bist, gib slash tp ein. Und dann bei mir. Bitte? Ja. Weil das läuft ja nur. Genau. Und ich bin der Aufnehmende. Einmal darf man das besten. Gut. Der ist nicht viel vorteilhaft, das. Naja, doch. Ich laufe nicht. Ja, gut, einmal darf man das halt, ne? Das muss ich erstmal nach. Cool, ich hab Gammelfleisch gegessen und bin noch nicht mal vergiftet worden. Ja, ja, super. Das ist eine Prozentchance. Ja. Ich könnte auch ein Spinnenauge dafür essen. Dann bin ich aber 100% vergiftet. Ja, das glaube ich auch. Was kann ich in der Zeit machen? Holzfällen? Nee, hab keine Axt. Könnte ich aber machen. Aber ich hab kein Ding. Ah, meine Steinaxt. Ich mache bis dahin was Produktives, bevor ich mich teleportiere. Oh, hier ist noch Zuckerrohr. Soll ich mal praktisch wieder bestimmt machen? So, dip, 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 dip. So. Holzfell. Was machst du jetzt eigentlich? Bewerbst du dich eigentlich dazu für irgendwas oder wie eigentlich? Momentan nichts. Ja, dass du momentan mit einem Arsch zu Hause sitzt und so, das weiß ich, ja. Aber was machst du danach? Achso, Schule wieder. So. Lame. Vielleicht hab ich verlaufen. Oh. Das ist auch lame. Wie auf Überleben? Hä? 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 Ach, du cheatest jetzt? Hä? Ja, meinst du, ich sehe das nicht? Ich verstehe gerade gar nicht. Ich wollte gerade in den einen Game Mode reingehen, aber ich hab's irgendwie nicht geschafft. Ja, du bist jetzt in Creative Mode. Oh, stimmt, bin ich. So was macht man aber nicht so rein, ja? Hm? Alter, Cheater. Jetzt bist du bestimmt schon in die Höhe geflogen, ne? Ich hab mich jetzt komplett verlaufen. Oha. Dabei war ich auf dem richtigen Weg. Zwei Vollidioten, die nicht mehr wissen, wo ihr Zuhause ist und einst war. Und einst sein wird. So. Der war auf dem richtigen Weg, das weiß ich. Hundertprozentig war ich das. 100% warst du das bestimmt. Ja, ich bin noch zwei, drei Stellen vorbeigekommen, die ich mir so gerade noch gemerkt habe. War schon blöd, wenn man ein Erbsengedächtnis hat, das kenne ich. Ja. Jetzt. Mann, nee. Guck mal, Überleben ist gesichert. Zum Glück fallen aus Bäumen ja Äpfel.
So, nee, so. Lass mal einen Apfel snacken. Nicht gerade wenige Äpfel anscheinend. So ein paar Wines nehme ich auch mal mit, ne? Also hier die. Die. Ranken. Hä? Ich nehme mal ein paar Dekorativranken mit, ja? Und ich suche. Und du suchst, genau. So machen wir das. Das hast du nicht mit Minecraft und diese Minimap. Das ist echt nervig. Das ist eine interne Minimap. Wenn dieser Wald hier ist, den würde ich gerne abfackeln. Sadist. Was hat das mit Sadist zu tun? Mann! Ja. Ich auch grad. Lass mich hier hoch. Ich hab dich eingeladen in das Minecraft Let's Play und ich kann dich die ganze Zeit auch wieder ausladen. Ne? Meinem Server. Auf deinem Server. Hey, hier ist eine Höhle. Ach, wir waren lange nicht in der Höhle. Kommt Leute, ab rein. Ach, das ist keine Höhle. Bist du noch in der Nähe von da, wo wir gestartet sind? Nein. Ah, das ist natürlich sehr gut. Ich hab ja gesagt, lass da lang gehen, aber nein. Sagt es ja, geh da lang. War ja richtig. Ja. War ja richtig, nur dann habe ich. Ja, wie hast du es geschafft, bitte schon dich zu verlaufen, wenn du richtig warst? Ich bin dann dachte, ja, jetzt laufe ich nur so lang. Ja, den geht zurück. Geh, erinnere dich, dein Tagesrhythmus von eben wieder zurück. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Das ist schlecht. Ja, das ist ja ja. Hm. Also, meine Damen und Herren, das kann sich etwas verzögern. Hm. Also ich weiß noch, die Stelle, wo Dingens, wo man rauskam aus der Höhle. Weil dafür musst du einfach nur Enter oder T drücken. Man sieht ja die Koordinaten. Kannst dich dahin teleportieren. So. Nicht verstanden? Dann lauf ich mal dahin. Noch ein paar Seerosenblätter kann ich auch mal mitnehmen. Dann laufe ich halt mal dahin, dann laufe ich von dort nochmal zurück. Ja, oder so. Bist du noch im Creative-Modus? Mal ganz schnell nachgucken. Gar nicht. Doch. Nicht. Dann gehe, in Anführungsstrichen fliege ich mal dahin, ne? Ah, oh Mann, ey. Das kann sich nur um Jahre halten. Gut, ich versuche mal irgendwas zu unterhalten. Was habe ich denn hier alles rumfliegen? Während ich mich natürlich langweilig einbaue. Einfach nur für Sicherheit. Falls es einmal Nacht wird. Oder auch nicht. Lecken das so? Neue Gebiete? So, was habe ich denn hier alles so im Real Life rumfliegen? Ach, eine Fahrschulprüfung, ist ja auch nicht schlecht. Wie sollten sie sich verhalten? Bla, Keks, bla, bla, bla. Okay, langweilig. Eine Einkaufszeitung will ich ja bestimmt nicht vorlesen. Was habe ich hier noch rumfliegen? Nichts, nichts, nichts. Noch mehr nichts. Sogar hat das Spiel verlassen. Mhm. Top. Hat das Spiel gedreht. Top. Warum lecken das so? Kann ich gar nichts mehr machen. Kannst du nicht mehr zu dich porten? Du zu mir. Wenn du halt scheiße bist, aber. Nein, ja, ich zu dir, aber also ich kann gerade nichts machen. Ich komm rein und es leckt brutalst. Und vielleicht habe ich dort letztens TNT platziert? Nein, keine. Warte. Slash TP hier. Nee, TP. Dein Name zu mir, ja? Ja, ja. Das ist voll komisch.
Ja, nur 11 FPS. Was ist wohl? Das müsste es bei mir sein, theoretisch. Echt immer noch. Hä? 0 FPS. Jetzt geht's wieder. Leute, was war denn da gerade los? Genau. Chance, die überladet waren oder ähnliches. Also mal kurz die Koordinaten von vorne hinschreiben, weil ich sehe jetzt nicht mehr, weil ich gerade geliefert bin. Und ja, die Y brauche ich dir jetzt nicht nennen. So. Gut. Ich gehe dann wieder in mein Loch und ich hole mal ganz schnell ein unnützes Wissenbuch. Und lese, glaube ich, dann doch ein bisschen unnützes Wissen. Wartet, bis gleich. Oh. Jetzt hier alleine unterhalten oder was? Markus ist scheiße. So. Unnützes Wissen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. So, so, DJ Bobo bedeutet auf Spanisch frei übersetzt DJ Idiot. So, Angela Merkels Armbanduhr hat 89 Euro gekostet. Es ist das Modell Bossia Titanium vom Hersteller Tutima. So, Mann, blöder Name. Konrad Adenauer war ein Autonarr, besaß aber keinen Führerschein. Oh. Die Queen hat 30 Patenkinder. 52% der Deutschen finden, sie seien fair bezahlt. Ich bitte euch. Seit wann wird man fair bezahlt? So. Okay, um sich ausreichend mit Nährstoffen zu versorgen, isst ein Ameisenbär schätzungsweise 35.000 Ameisen pro Tag. Das ist eine ganz schöne Menge. Und wehe eine weniger, sonst stirbt der Arme. Laut einer aktuellen Umfrage fühlen sich 39% der Deutschen von ihren Nachbarn tyrannisiert. Okay. Oh, ohne Mitleid. Ja. So, umblättern. Bereits im 18. Jahrhundert war Tokio Edo eine Millionenstadt.